Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das hier ist Daily Irgendwas. Ja, irgendwas ist ein total bescheuerter Name und wahrscheinlich heißt es auch hinterher Daily Talk, weil Daily Talk finde ich irgendwie ganz gut. Und nur nochmal so für alle, die die Daily News vermissen oder die geschrieben haben, boah, das ist so schade, dass das Format ganz weg ist. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das komplett wegschmeiße. Ich habe ja im Grunde genommen ausgeführt, dass ich das nicht in dieser Regelmäßigkeit schaffe, wie ich das in den Monaten zuvor gemacht habe, beziehungsweise da einfach im Moment nicht so diese Muße für habe, das jeden Mittwoch und jeden Sonntag abzuliefern. Aber wenn ich mal Bock drauf habe, dann mache ich durchaus auch mal eine Gaming-News. Nur halt nicht so festgelegt. Und was ich auf gar keinen Fall machen möchte, ist sowas wie eine monatliche News, eine Monthly News oder eine Weekly News, wo ich mich dann wieder genauso festlegen muss. Und Monthly ist halt so oder so scheiße, weil News sind eigentlich immer nur aktuell ein Tag oder zwei und dann ist das Thema eigentlich auch schon durch. Aktuell habe ich gerade zum Beispiel gelesen, dass die Homefront 2 Beta für die Xbox One im Februar kommen soll. Warum kommt momentan alles für die Xbox One? Steckt Microsoft so dermaßen extrem viel Geld in alle kommende Titel rein? Wie zum Beispiel in, Achtung, Tomb Raider. Können wir sehen, das ist die gute Lara für den PC. Und ich liebe das. Habt ihr da schon die ersten 4K-Screens von gesehen? Ich würde das gleich mal installieren und ein guter Freund von mir, ein Journalist, der Benjamin, der war auch bei dem Nvidia-Event, hat herzerwärmend davon geschwärmt und man kann auch schon einige sehen. Es gibt so einen Nvidia-Trailer, der ist heute rausgekommen und so. Und Tomb Raider soll echt die Messlatte mal wieder am PC so ein bisschen höher legen und auch mal wieder zeigen, was Grafik am PC kann. Kein Fanboy-Gehate, aber trotzdem, ich bin da eine Grafikkure vor Gott dem Herrn und deshalb freut mich das ganz einfach, dass ab morgen Tomb Raider kommen wird. Und wer das nicht weiß, aktuell ist auch schon für die Xbox One verfügbar dieser Baba Yaga. Oder ist das Baba Yaga? Nee, Baba Yaga heißt das, glaube ich. Das ist der DLC für Lara Croft. Das ist so eine Hexe, die auf einem in einem Haus, in einem Wald wohnt, ne, in einem Haus, in einem Wald, die in einem Haus wohnt, was auf Hühnerbeinen durch die Gegend läuft. Ich kenne das irgendwie noch aus der Schule. Wir haben da schon mal drüber gesprochen in den Daily News. Auf jeden Fall, auf der Xbox war das verfügbar. Und mir wurde gesagt, für den PC soll das auch verfügbar sein. Wenn am 28. Das soll morgen soweit sein, die PC-Version gestartet werden kann und ich die bis dahin installiert habe, habe ich natürlich, dann werde ich sofort mit dem DLC auf dem PC starten. Also ich werde einmal ein Video machen dazu, was man so an den Settings einstellen kann, damit man das Ganze ein bisschen sehen kann, ob es auch wirklich rockt in Full HD, WQHD oder 4K. Und dann werde ich halt den DLC vom Tomb Raider spielen, wo ich persönlich mega Bock drauf habe. Tomb Raider kam ja als Let's Play nicht ganz so gut bei euch an, hat mir beim Spiel mega gut gefallen und ich kann es echt jedem nur nochmal ans Herz legen. Ich bekomme kein Geld dafür, aber kauft Tomb Raider, es war toll. So, oh. Ich kaufe auch Tomb Raider, weil meins ist jetzt runtergefallen und die Katze hat es gegessen. Noch was ganz Geiles, es kamen ganz viele Sachen eigentlich heute an. Also das kam schon vor 200 Tagen an, das ist Life is Strange, das ist die Limited Edition für die PlayStation 4. Wollen wir da mal reingucken, ich habe das noch nicht aufgemacht. Das wollte ich immer schon mal spielen, das war so ein Episodenspiel, da habe ich ganz oft den Gaming News drüber berichtet, weil ich immer mal wieder bei Freunden, die das Let's Played haben, reingeguckt haben. Eigentlich bei Freundinnen! Ich gucke nur von Frauen Let's Plays. Finde ich irgendwie schöner. Und die Frauen. Die Let's Plays sind scheiße von Frauen, aber die Frauen sind schöner. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Shitstorm incoming. Und auf jeden Fall wollte ich das immer schon mal spielen und jetzt ist das halt auch verfügbar in so einer, hier ist das Spiel und hier ist noch so ein kleines Artworkbook dabei und dann gibt es auch noch eine CD dabei, das ist ganz süß, eine Musik-CD. Soundtrack steht da wirklich drauf. Schade, dass sich die Kamera nicht so gestellt hat, dass sie zoomen kann, sonst würde das nämlich jetzt scharf schalten. Tut's aber nicht. Also, mein Tipp der Woche und auch gerne mal die Frage an euch. Ihr könnt so oder so antworten, was ihr möchtet. Ich halte mich nicht daran, ich richte mich nicht daran, aber wenn ihr irgendwie antworten wollt, soll ich Life is Strange Let's Playen? Ich hätte da persönlich Bock drauf. Wahrscheinlich guckt das keine Sau, aber ich werde mir das angucken und auch mal anspielen und wenn es mir Spaß macht, dann werde ich das auch komplett Let's Playen. Habe ich auf dem PC von abgesehen, weil das Ding nicht in Deutsch ist und auch keine deutschen Untertitel bis dato hatte. Und selbst wenn man das dann selber versteht, ich finde es enorm undankbar für den Zuschauer, ja, wenn er es nicht nachvollziehen kann. Und ich finde deutsche Untertitel finde ich schon nicht schlecht. Da könnte man jetzt sagen, und das habe ich neulich auch irgendwo auf Facebook gelesen, hier kommt das nächste, was ich bekommen habe, das habe ich auf Facebook irgendjemand, das war auch ein Mädel, die geschrieben hat, so, ja, dann lernt halt Englisch, ihr Schweine und so. Ich kann jetzt sagen, dass ich zum letzten Mal Englisch hatte in der Schule, war 1988.
Moment, halt. Ihr seid ja 1988 noch gar nicht geboren gewesen, aber da war für mich das letzte Mal Englischunterricht. Also das bedeutet, meine Englischkenntnisse reichen doch über what the fuck and I hate you hinaus. Aber im Großen und Ganzen, man kann sich gut in Amiland rumschlagen, man versteht auch jedes Spiel, aber ich finde es für ein Let's Play doch angenehmer, wenn man auch mal irgendwie ein Wort hat, was man nicht versteht, wenn man es nachlesen kann. So, Ende aus. Dann noch total unspektakulär. Was könnte das sein? Das ist auf jeden Fall ein PlayStation 4 Spiel, denn die PlayStation 4 Versionen als Presseversion, werden stellenweise so verschickt, dass das einfach nur so diese Discs sind. Und das ist Lego Marvel's Avengers. Total spektakulär. Also, das ist das neue Lego Games für die PlayStation 4. Werde ich auch auf jeden Fall anspielen. Ich glaube nicht, dass ich ein komplettes Lego Let's Play auf meinem Kanal noch lohnen würde. Ich glaube, Lego Let's Player sind irgendwie andere und nicht ich. Aber generell werde ich das auch anspielen. Also Lego werde ich anspielen, Life is Strange werde ich anspielen, Tomb Raider den DLC und was ich auch gesagt habe und was heute auch noch gekommen ist und was im Hintergrund so ein bisschen steht wie ein Weihnachtsbaum verpackt, habe ich nämlich noch nicht ausgepackt, wollte ich jetzt heute live machen im Daily Irgendwas Vlog, ist, damit wir Tomb Raider in 4K sehen können, braucht ihr natürlich auch einen 4K-Monitor, weil sonst habt ihr eigentlich gar nicht die Option, um solche Screenshots und Videos machen zu können und so. Und es wird echt haarig mit der Aufnahme und ich habe zwar ein 4K-Fernseher, aber Achtung, jetzt kommt eigentlich das Beste, was heute gekommen ist. Das ist ein Monitor, auf dem man Handyvideos, die mit dem Handy, wo ist mein Handy? Mein Handy ist futsch. Die man mit dem Handy, ich nehme die Elgato, Schleichwerbung an allen Ecken und Enden, die man mit dem Handy senkrecht anstatt quer aufgenommen hat, damit kann man Handy-Videos im Hochformat gucken. Und das wirklich, falls man das erkennen kann, sieht man das hier oben noch? Nein, doch, ist noch im Bild oder nicht? Das ist ein 4K-Display. Das ist der neue Asus Republic of Gamers 27 Zoll. Und zwar ist das der, lasst mich nicht lügen, das ist der PG27AQ. Wen das interessieren sollte. Jetzt live ausgepackt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Doch, ich habe ihn schon gesehen auf der DreamHack in Leipzig. Ich habe ihn aber noch nicht ausgepackt. Boah, was ein Kamel, ey. Und das ist jetzt mittlerweile hier in meiner Folge, beziehungsweise auf meiner Schreibtischecke, ist das der vierte 27 Zoller, der von Asus hier steht. Das ist ein Asus, das ist ein Asus Republic of Gamers, das ist auch ein Republic of Gamers, der hinter mir ist der normale Asus, den ich auch immer verlinkt habe, den ich so für Konsolenplay, Gameplay und so auch immer noch am Herzen liege. Also mit dem ersten Monitor, den ich zum Beispiel unter dem Video verlinkt habe, mit dem spiele ich nach wie vor alle Xbox One und PlayStation 4 Titel. Der 4K-Monitor, wo ist der geil? Der kommt jetzt zum Einsatz, wenn 4K Gameplay-Material von Division kommt und von Tomb Raider kommt. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufzeichnen soll. Das wird echt haarig, aber zumindest kann man es mal in 4K sehen. Ich hoffe, das hat euch heute nicht zu sehr gelangweilt. Das war die heutige Folge von Daily Irgendwas. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, tut das gerne. Lasst euch nicht davon abhalten. Wer Bock drauf hat, gerne Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und haut rein.